Was ist eigentlich Glück? Der Moment jetzt. Also Glück ist für mich, mit meiner Tochter und mit meiner Frau zusammen zu sein. Oh, das ist aber eine schwierige Frage. Also Glück ist für mich stricken. Das Empfinden von Glück ist sowohl ein Gefühl als auch ein Zustand, in dem sich eine Person befindet. Es zeichnet sich durch ein allgemeines, oft unbewusstes Wohlbefinden aus. Macht Konsum glücklich? Können wir uns glücklich kaufen? Ich denke, in manchen Situationen funktioniert das tatsächlich. Ich glaube, dass man, wenn man zum Beispiel einen schlechten Tag hat, einen schlechten Moment hat irgendwie, dass man dann auch sagen kann, ich kaufe mir jetzt was und kaufe mich damit für den Moment glücklich. Nein, man kann von Geld sich Erlebnisse kaufen, also Dinge unternehmen, die man dann immer mit der Familie zum Beispiel machen kann. Und das macht einen auch glücklich. Ich glaube, dass Glück nicht käuflich ist, aber ich glaube, dass ganz viele Leute ganz anders denken heute. Wären Sie mit weniger Geld genauso glücklich? Wären Sie mit mehr Geld glücklicher? Was passiert eigentlich, wenn wir einkaufen? Und warum konsumieren wir? Wenn es aber um Konsum geht, dann deckt erstmal jeder für sich seine Grundbedürfnisse. Was sind Bedürfnisse? Was man erstmal als Grundbedürfnis hat, weil jeder Mensch will essen und trinken, will ein Dach über dem Kopf haben, will Sicherheit, möchte womöglich auch eine Rechtssicherheit. Und da wird eben auch deutlich, dass jeder Mensch unterschiedliche Bedürfnisse hat, aber nicht alle Bedürfnisse decken kann. Aber haben wir nicht schon genug? Also es wird viel zu viel konsumiert, wenn man an bestimmte Produkte denkt, die auch noch brutalst erzeugt werden. Das ist jedem von uns klar, trotzdem wird es konsumiert. Wie schätzen Sie Ihr Konsumverhalten ein? Wie kommt es zustande, dass wir immer mehr konsumieren, als wir eigentlich benötigen? Eine Überflussgesellschaft bezeichnet eine von materiellen Überfluss geprägte Gesellschaft. Im
Empfinden Sie die Gesellschaft als Überflussgesellschaft? Werden Sie durch die Werbung beeinflusst? Ja, auf jeden Fall, so wie jeder andere auch. Mal mehr und mal weniger. Nur ganz wenig, weil ich selber in einer Branche arbeite, wo viel Werbung gemacht wird, da weiß ich, was da läuft. Ich glaube schon, dass ich von Werbung unterbewusst beeinflusst werde. Mit Sicherheit. Über die Werbung werden uns Bedürfnisse suggeriert, die wir haben sollen. Ob wir das wirklich brauchen, sollen wir ja gar nicht hinterfragen. Wie etwa bei Smartphones. Sie werden heutzutage von vielen Menschen als selbstverständlich angesehen. Jedoch sind sie nicht lebensnotwendig. An allen Ecken werden wir mit Smartphone-Werbung bombardiert. Werbung stellt einen großen Faktor in der Überflussgesellschaft dar, den wir nicht ausblenden können. Wir können die Werbung aber bewusst wahrnehmen und somit die Kontrolle über unser Kaufverhalten wiedererlangen. Durch die bewusste Wahrnehmung verliert die Werbung ihren unterbewussten Einfluss auf uns. Doch wie können wir aus diesem Kaufwahn ausbrechen? Durch den Kauf von Gütern befriedigen wir zwar unsere Bedürfnisse, jedoch leben wir in einer Überflussgesellschaft, in der wir eigentlich genug besitzen und unsere Wahrnehmung verschoben wird. Wir verspüren meist nur beim Kauf ein Glücksgefühl, jedoch ist das Produkt im Nachhinein ein unnötiger Ballast. Deshalb sollte uns vor dem Kauf bewusst sein, ob wir etwas wirklich brauchen und uns überlegen, ob es uns wirklich glücklich macht.